Es folgt Dr. Burkhard Schulze-Darup. Er ist Architekt in Nürnberg und hat dort ein bekanntes Büro, in dem er zu unserem Thema hier nicht nur entwirft, Konzepte entwickelt, forscht und Fortbildung betreibt, sondern es hat ihm auch einen Ehrentitel eingebracht, nämlich, wie ein Kollege von mir sofort ausgerufen hat, das ist doch der Passivhauspapst. Stimmt nicht. Okay, also, aber er baut auch Passivhäuser, aber jedenfalls ist es eine seiner Aufgaben. Wenn Sie auf seine Homepage gehen, hat er eine interessante, nicht lineare Vita, kann man sagen. Sowas gefällt mir immer. Also er hat auch an der TU Berlin Architektur studiert, aber er war auch als Musiker, Songwriter und auf Kleinkunstbühnen unterwegs. Und dazu passt aber auch, dass er jetzt gerade beschlossen hat, mal mit diesem Thema hier eine andere Zielgruppe anzusprechen, als die eh schon immer überzeugten. Und er hat sich entschlossen, einen Roman zu schreiben, der heißt Grenzen der Gier. Den wird er uns jetzt nicht vorlesen, sondern seinen Vortrag zur Energie, Bau, Kultur, Ästhetik halten. Herr Schulze-Darup. Ich grüße Sie recht herzlich und es ist mir ein Vergnügen. Vielen Dank für diese sehr freundliche Einleitung. Also das gefällt mir immer, wenn nicht die üblichen Sachen erzählt werden, sondern die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Also, es ist so, dass ich das eine ganz tolle Veranstaltung finde und heute Vormittag die drei Vorträge, die vorgelegt sind, beleuchten die eine Seite der Medaille. Und Sie sehen mir nach, dass ich eben angeregt habe, genügend Zeit für die Diskussion zum Schluss zurückzubehalten, weil es wird nochmal richtig spannend, wenn man nämlich die Gewichtung zwischen städtische Räume, dörfliche Räume und Landschaft sieht. Und da will ich jetzt den Input geben, zusammen mit Frau Fiebig, die ja nochmal den Blick aus Frankfurt geben wird, und werde versuchen, da so eine Art Gesamtüberblick in 42,5 Minuten zu bringen, dass Sie so eine Vorstellung haben, was uns alles erwartet. Und ich darf vielleicht vorab schon sagen, dass wir dann zum Schluss versucht zu belegen, wir müssen eigentlich an allen Aufgabenfeldern das Optimale schaffen. Optimieren bedeutet für einen Planer immer möglichst das Beste rauszuholen im gesamten Sinn, heißt aber auch, dass man bei Einzelfragen auch mal Sachen erreicht, die nicht ganz toll sind. Und das ist genau das Spannungsverhältnis, das wir haben. Wir haben eine Unzahl von verschiedenen Aspekten, die wir zusammenbringen müssen. Ja, und jetzt fange ich mal gewaltig damit an, noch ein paar Aspekte mehr reinzupumpen. Und das ist natürlich vollkommen klar. Das Bild habe ich seit langem drin, nicht jetzt erst aktuell reingetan. Das Thema Kultur, eigentlich gedacht als Baukultur, wo wir in Europa halt wirklich was Wunderbares haben. Und zwar nicht nur in großen Städten, sondern in ganz vielen kleinen Orten. Und es kommt jetzt natürlich noch dieser Aspekt dazu, dass es auch um Kultur im Ganzen geht. Und das ist etwas, wo vielleicht sogar deshalb, das ist die dritte Bedeutung in Paris bei der Klimaschutzkonferenz, möglicherweise passiert ein bisschen mehr als bei den bisherigen. Das würden wir uns sehr wünschen. Schauen wir mal, was passiert. Und gleich wie, wir haben eine ganze Masse von Blickwinkeln und ich liebe es eigentlich so von oben erst anzufangen, wenn man in Nordamerika oder so unterwegs ist, diese Gebäude, die ich faszinierend finde, aber die eine völlig andere Formensprache, eine völlig andere Kulturverständnis beinhalten, oder aber wenn man dann in Asien ist, wo man dann manchmal das Gefühl hat, okay, die Häuser, die werden für 20, 30 Jahre gebaut und dann werden sie wieder neu gebaut, ist ein völlig anderes Verständnis. Und insofern kann man manchmal eine ganze Masse lernen, wenn man so unterwegs ist. Und wenn ich jetzt dörfliche Bilder dazu hätte, wäre das nochmal ein völlig anderer Aspekt. Das hatten wir heute Morgen beim Frühstück schon. Die ländlichen Gegenden müssen auch wahrgenommen werden und verschwinden manchmal, auch in meinem Vortrag, hinter den städtischen Aspekten. Das ist so. Aber was wir beim Klimaschutz natürlich sehen müssen und was mir ein wichtiger Aspekt ist, bis vor 3, 4 Jahren habe ich gesagt, Klimaschutz ist für die Sonntagsreden, Ressourcenschutz ist das, was uns wirklich bewegt. Die Bauherren, die wollen wissen, was ist mit Knete und so weiter. Das ist ja nicht mehr so. Wir haben inzwischen einen zigfachen 15-fachen Overkill, was wir noch an fossilen Ressourcen haben. Wir dürfen nur im Moment ein 15-stel dessen nutzen, was wir noch erschließen könnten.
kommen wir nachher nochmal dazu, wenn Sie sich in den Fokus eines Besitzers solch eine Ressource setzen, was heißt das? Ich muss meine Ressource möglichst schnell ausnutzen. Vielleicht deshalb auch der Grund, weshalb im Moment die Energiepreise so niedrig sind. Aber das können wir später verfolgen. Das hier, worum es im Moment geht, das ist die erste Hälfte bis drei Viertel meines Vortrags, es geht um Effizienz. Und wir haben beim Bauen die wunderbare Situation, dass wir im Grunde die Techniken haben, um die Energiewende vollständig bis zur Klimaneutralität 2050 zu erzielen. Ganz zum Schluss werde ich noch ganz kurz diese Bereiche Industrie, Verkehr etc. dazugeben. Aber jetzt geht es erst um Bauen und im Grunde müssen Sie jedes dieser Gebäude, das Sie schön von oben sehen, jedes einzeln anpacken und jedes als einzelnes sanieren. Und zwar sowohl energetisch sanieren, aber es wird natürlich nicht energetisch, es wird saniert, weil es saniert werden muss, weil die Nutzungsdauer der Bauteile abgelaufen ist. Und alle die Bauherren haben es richtig gemacht, die es hinkriegen, entweder in Bauabschnitten das zu machen, dass es vernünftig zusammengeht. Wir Architekten wollen natürlich immer lieber es in einem Stück machen. Und wenn wir das hinkriegen, die Gebäude so zu konzipieren, dass sie dann als Ganzes Sinn machen und wir nicht irgendwelche Fenster rausschmeißen müssen, die dann eben erst 12 Jahre drin sind, dann haben wir eine ganze Masse hingekriegt. Gut, Sie kennen die Fotos, die normalerweise an dieser Stelle kommen, der Dämmwarm, die Wärmedämmverbundsysteme, die potthässlich sind, das gibt es, das wollen wir gar nicht drüber wegkriegen, aber jede Kulturphase hat ihre Sünden gehabt und wenn Sie jetzt die 50er, 60er Jahre sich anschauen, es ist wunderbar, das ist jetzt die Zeit, wo wir die jetzt wieder beheben können. Und diese Bildfolge, die zeigt, dass wir aus Anlass der energetischen Sanierung auch Städtebau, Objektoptimierung und natürlich Architektur und ästhetische Gestaltung auf den Punkt bringen können. Und wenn Sie den Titel von mir gesehen haben, diese drei Worte, und meinen, dass ich in jetzt noch 39 Minuten das vollständig abarbeiten kann, dann würden wir uns völlig überheben. Wir werden nachher schauen, wo noch Mängel da sind. So kann es dann aussehen nach einem Prozess, nach städtebaulichen Sanierungsprozessen, wo im Grunde mit langer Hand, mit viel Geduld viele Einzeleigentümer dazu gebracht worden sind, solch einen Straßenzug in so einen Zustand zu verbringen. Wir haben eine ganze Masse geschafft in den letzten 60 Jahren und alle, die die Diskussion verfolgt haben, wissen, dass jedes Mal, wenn eine Wärmeschutzverordnung oder NF novelliert worden ist, dann ging die Baukultur zugrunde. Die Bayerische Architektenschaft über verschiedene Kanäle und den Bundesrat haben es immer geschafft, sie zu torpedieren. Das ist auch im Moment wieder nicht anders. Und trotzdem, es wird weitergehen und wir werden in die Richtung kommen, ob wir wollen oder nicht. Das sind Techniken, die können wir. Wir konnten vor langer Zeit Niedrigenergiehaus, wir können Passivhaus. Und natürlich habe ich so meine berufliche Laufbahn sehr viel mit Kollegen aus der Passivhausszene verbracht. Und der wirkliche Passivhaus-Papst ist natürlich Wolfgang Faist, mit dem ich gerne und heftig streite immer wieder, weil er mir zu puristisch ist. Aber er ist der größte Bauphysiker ever. Ist er. Was er gebracht hat, ist wunderbar. Er hat genau ein Auge dafür und auch die Umsetzung, dass er alles auf den Punkt gebracht hat. Und es gibt viele, die ihm wirklich gefolgt sind. Ich finde es schade, dass es manchmal jetzt zu sehr gesagt wird, dass das Passivhaus die einzig mögliche Form ist. Es ist der wichtige Faden, an dem wir entlang gehen müssen. Aber wenn wir 2-3 Kilowattstunden oben drüber oder unten drunter sind, das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Passivhaus-Sichtweise, die brauchen wir. Und der Passivhausbeschluss in Frankfurt ist ganz wichtig, auch bundesweit, eigentlich auch weltweit, war das ganz wichtig, dass so eine Stadt wie Frankfurt es nicht nur sagt, sondern wirklich macht und es nach wie vor macht und dass es dann auch so Player gibt wie die ABG und so, die einfach sagen, es ist die wirtschaftlichste Form. Da kommen wir nachher noch drauf, dass das wirklich auch so ist. Aber die Botschaft, wenn man an die Gebäudeteile rangeht und wenn man neu baut, dann richtig. Insofern ist das, wenn wir jetzt ein Plus-Energiehaus daraus machen, das ist ja das Thema heute, dass wir effiziente Gebäude plus eben erneuerbare Technik machen. Und wie jetzt im Genau wir in Richtung des EPBD-Standards, Sie wissen, bis zum Jahr 2019 für öffentliche Gebäude, 2021 für Privatbauten müssen wir den Nearly Zero Energy Standard erreicht haben. Was immer das heißt, keiner hat es wirklich richtig definiert. Die Deutschen haben es übersetzt mit Niedrigstenergiegebäude, was ich fürchterlich finde. Und im Moment sind wir gerade dabei, es zu versemmeln. Wir sind bisher zusammen mit den Schweizern und Österreichern diejenigen, die in dem Gebiet absolut führend sind. Wir können es wirklich ziemlich. Die anderen Länder, die sind jetzt dabei, das gewaltig zu überholen.
Es gibt eine Studie dazu, wie in welchem Land das aussieht. Sie sehen, wo ungefähr der Passivhausstandard ist. Und ungefähr der Passivhausstandard, den müssen wir auch erreichen bei den Neubauten. Und die Deutschen liegen da eigentlich bei der Definition so im Mittelfeld und mit der Tendenz dazu, es noch schlechter zu machen. Und wir würden ganz viele Exportchancen im Grunde völlig versammeln. Ich war vorgestern in Berlin auf der Tagung der Wärmepumpenindustrie, die ein ganz wichtiger Faktor dafür sind. Und das war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Und meine These zu dem Ganzen ist, dass wir eigentlich, mal abgesehen von der Bauabwicklung, die Gebäudehülle können. Und die Standards reichen auch aus, sage ich Ihnen gleich. Aber Thema Lüftung und vor allen Dingen Gebäudetechnik, sprich inklusive der Erneuerbaren, das ist die Aufgabe der nächsten 5 bis 10 Jahre. Und wenn wir das richtig machen, können wir dann eine ganze Masse sparen. Und was natürlich immer wichtig ist, ist die integrale Planung. Sie wissen, das ist das Lieblingswort von uns Architekten und es klappt auch eigentlich immer. Also gerade mit den Gebäudetechnik-Ingenieuren komme ich immer sehr gut zurecht. Und es ist so, dass es eigentlich befruchtet ist von einem gegenseitigen Verstehen. Und das Bild ist da sehr symptomatisch. Petra Kahlfeld hat das glücklicherweise zur Verfügung gestellt. Das drückt es aus, was uns immer wieder als Architekten passiert. Also, es ist eigentlich nicht schwierig, ein Gebäude hocheffizient zu machen. Rundherum ein paar Zentimeter Dämmung mehr, das kann jeder Architekt. Inzwischen ist es so, dass es nicht mehr eine handverlesene kleine Schar ist, sondern es sind 30, 40, 50%, die sehr, sehr gut können und noch ein paar mehr, die auch sich dem Thema jetzt des Themas annehmen und es lernen werden innerhalb weniger Jahre. Fenster ist easy going, erkläre ich gleich warum. Qualitätssicherung ist ohnehin etwas, was wir machen müssen und bei schlecht gedämmten Gebäuden viel schwieriger, weil da kann es noch Schimmel geben. Bei hocheffizienten Gebäuden gibt es keinen Schimmel mehr. Und das Thema Lüftung, hatte ich schon gesagt, kommen wir noch drauf. Und dann eben das Thema der erneuerbaren Energien, wo die ganzen Herausforderungen noch zu großen Teilen vor uns liegen. Bei Bestandsgebäuden können wir ein bisschen schlechter sein, weil wir nämlich im Grunde ja die graue Energie haben bei den Gebäuden. Das ist eine sehr wichtige Ressource. Und es ist natürlich auch schwierig, bei Bestandsgebäuden gewisse Details so auszuführen. Man muss nicht den Passivhausstandard erreichen. Wenn man 20 bis 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr hinkriegt, ist das wunderbar. Und wenn ich denkmalgeschützte Gebäude habe, da gibt es welche, da kommt man auch auf 30, 40 oder sogar auf 25, haben wir hingekriegt. Oder man hat welche, wo man eben nicht so gut dämmen kann, dann hat man 65 oder 80 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und das können wir uns leisten. Das ist auch impliziert in die Modelle, die ich später zeigen werde. Gut, wo könnten wir hinkommen? Gebäudehülle. Das sind genau die Komponenten, die ich gerade gezeigt habe. Wenn wir eine U-Wert-Rallye weitermachen, wie geplant, können wir technisch ohne Probleme im Bereich dieser U-Werte kommen. Im Moment sind wir also locker so irgendwo zwischen 20 und 30 Zentimeter, ist so gefühlte Dämmdicke, bei den Wänden ein bisschen weniger, bei den Dächern auch gern ein bisschen mehr. Und wir haben die Techniken dafür. Nach unten hin gibt es vorgefertigte Sachen. Bei den Wänden sind natürlich Wärmedämmverbundsysteme das kostengünstigste und bauphysikalisch das absolut saubere Sache. Dass die so angefeindet werden, liegt mehr daran, finde ich, dass im Grunde immer die schwächsten Stellen des Gegners angepiekt werden. Und ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, so etwas nicht auszuführen. Aber es gibt unendlich viele andere Varianten. Und wir haben im Moment, was die Transmissionsflächen, die mit Wärmedämmverbundsystem versehen werden, sind wie viel von den gesamten Transmissionsflächen? 10%. Insofern sind diese ganzen Kampagnen eigentlich ein bisschen albern. Und jetzt sehen Sie, dass wo wir eigentlich uns mit begnügen können, um die Energiewende zu schaffen. Wir müssen nicht U-Wertmäßig noch wahnsinnig weit runter, wenn wir im Durchschnitt bei Neubauten ungefähr auf diesen Level kommen. Und das ist das, was wir hier in Frankfurt schon seit vielen Jahren bauen. Beim Gebäudebestand ein bisschen schlechter. In Ausnahmefällen kann man auch die U-Werte noch weiter nach oben gehen lassen. Dann kommen wir damit zurecht. Das heißt, es ist leistbar, es ist gut leistbar. So, dann haben wir natürlich noch eine ganze Masse an weiteren Materialien, die wir einsetzen können, die noch ein bisschen teurer sind, die aber auch Konstruktionen nochmal verschlanken. Denn man muss natürlich auch sagen, dass wenn ich Gebäudegrundstücke habe, wo sehr, sehr hohe Kosten anfallen pro Quadratmeter, dann ist es natürlich auch wichtig, mit sehr schlanken Konstruktionen diese Sachen hinzukriegen. Fenster. Vor einigen Jahren, als ich so anfing, so in den 90ern, musste ich den Bauern immer erklären, wenn sie ein Passivhaus bauen wollen, dann müssen die Fenster leider 2 bis 3 Mal so teuer sein wie normale Fenster. Das war etwas anspruchsvoll, mehr aus so psychologischen Gründen. Hat auch nicht jeder unbedingt gemacht. Technisch haben wir alles. Beim Neubau sehen Sie die Konstruktion, Holzbau, Massivbau, wie das so aussieht, wie man gute Wärmebrückensituationen kriegt, dass kaum noch was im Rahmen vorbeigeht, was manchmal aber auch schwierig ist, wenn man mal auf eine Baustelle geht. Und
dann das Gleiche bei einer Sanierung, wo man natürlich versucht, die Optik nachher wieder so zu haben wie vorher auch, dass man nämlich um das Maß, wo man außen eine Dämmung draufsetzt, dass man das Fenster so weit nach außen rückt, dass man eben dann nachher keine Schießschaden hat. Und bis hin zu denkmalgeschützten Gebäuden, was übrigens in der gleichen Form auch im Gebiet Dom-Römer jetzt eingebaut wird, bei etlichen Gebäuden, Innendreischeibenverglasung, zum Teil auch mit Innendämmung ankoppelnd und außen dann ganz filigrane Einscheibenverglasung, wo man alles denkmalgerecht machen kann, so wie früher gebaut wurde. Von der Optik sieht das dann so aus wie oben links. Lüftungstechnik ist etwas, was wichtig ist aus Hygieneanforderungen raus. Wir müssen Lüftungstechnik haben, um uns in den Gebäuden wohlzufühlen. Oder sagen wir mal, wir müssen lüften. Und das Lüften ist ein bisschen schwierig, weil wenn man nachts dreimal aufstehen muss, um gescheite Luftverhältnisse zu haben, ist es viel einfacher, einen ganz kleinen Mini-Ventilator zu haben, der mit 10 Watt oder 25 Watt läuft und einem die frische Luft kontinuierlich frisch reinbringt. Überhaupt keine große Technik. Es ist alles ein bisschen manufakturell noch, wie Sie sehen. Da ist noch etwas Arbeit zu tun. Dann wird es auch kostengünstiger. Und Sie sehen, es gibt Systeme, die schon viel besser aussehen, bis hin zu Lösungen, die dann wirklich ganz charmant sind. Man muss nicht einen eigenen Lüftungsraum haben im Haus oder in der Wohnung, sondern es verschwindet zum Beispiel in der Küche und ist im Grunde ein minimaler Platzverlust. Nur ganz wichtig, auch sowas zu bedenken. Ja, und dann das Thema Heizen. Wie viel Fläche heize ich mit dem Arrangement, wenn ich so ein gutes Effizienz- oder Passivhaus habe? Es sind ungefähr 60. Sprich, ich heize ein Einfamilienhaus mit irgendwas zwischen 15 und 20 Teelichtern. Wenn wir das jetzt mal umdeuten, bedeutet das, dass unsere deutsche Heizungsindustrie ein gewaltiges Potenzial hätte zum Sparen. Das bedeutet normalerweise, wenn ich so ein Passivhaus habe, dann sieht die Gebäudetechnik so aus und kostet gerne 30, gern auch 40 oder 50.000 Euro. Und wenn man 50.000 Euro nimmt und eigentlich könnte man das Heizen ja auch machen mit dem Heizlüfter von Aldi, für 170 Euro hat man die absolute Top-Ausführung, dann kann ich mit den eingesparten 50.000 Euro ungefähr die nächsten 60 Jahre heizen. Insofern ist die Heizungsindustrie ganz heftig gefordert. Abgesehen davon hat so ein Gebäude beim Wohnbereich noch etliche andere Bereiche, die ja auch alle möglichen Prozesse haben, Wärme machen, Regelungen brauchen. Ein Passivhaus heizt sich auch gerne mit drei Computern. Drei leistungsfähige Computer, wenn ich die den Söhnen oder Töchtern spendiere, dann brauche ich keine Heizung mehr eigentlich. Ein Kollege von mir, der macht das so, der verkauft Serverstellplatz, kriegt dafür Geld, das kriegen die Bauern, und die Abwärme vom Server heizt das Haus. Überhaupt kein Problem, also Geschäftsmodelle kann man eine ganze Masse machen. Ja? Gut, zwischen all dem herrschen aber keinerlei Synergien, und wenn ich Gebäude habe, die nicht funktionieren, ist es zu 85% so, dass es nichts mit Gebäudehülle, nichts mit Nutzerverhalten zu tun hat, sondern immer mit Heizungsregelung. Heizungsregelungen sind nach wie vor ganz oft richtig schlecht. Man könnte es auch anders machen und so wird es in Zukunft mehr oder minder aussehen. Heiztechnik kann ganz klein sein, weil im Grunde so in der Fläche wird es sehr viel in Richtung Wärmepumpen gehen, aber es gibt viele andere Formen. In Städten wird natürlich das Thema Kraft-Wärme-Kopplung ganz wichtig sein, wie immer man das gestaltet. Das sollte auch wirtschaftlich gestaltet werden. Und da hat Frankfurt ja ganz gute Ansätze, damit umzugehen. Und im Grunde ist es so, wir müssen im Winter ja sehen, dass Heizung da natürlich eine ganz große Determinante ist. Und dummerweise von den Erneuerbaren ist es ja so, dass die eine Hälfte der Fraktion im Winter ja ausfällt weitestgehend. Das ist die Solarthermie und die Photovoltaik. Das heißt, wir sind dann nur noch auf der Windkraft oder fast nur noch auf der Windkraft. Und das bedeutet, wenn dann mal die 1, 2, 3, 5 Wochen Flaute ist, das sind die 5 Wochen, für die Zeit brauche ich einen kompletten zweiten Kraftwerkspark. Und das kostet richtig Geld. Und insofern müssen wir viel Fantasie haben, wie können wir diese Zeiten verkürzen. Zum Beispiel, indem man die Häuser, wenn die gut gedämmt sind, können die auch mal 3, 4 Tage ohne Zufuhr von Energie leben. Die sind gut aufgeheizt, 1, 2 Kelvin höher als normal, haben einen kleinen Wasserspeicher, der aufgeheizt ist. Und wenn Sie im Passivhaus die Heizung abdrehen, nach 24 Stunden ist die Temperatur gefallen um roundabout 1 Grad. Das heißt, das hat eine ganz stabile Struktur. Das ist auch das Thema
Energiespeicherung in so einem Haus über 1, 2, 3 Tage ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel vom Lastmanagement. Hat nur bisher relativ wenige Leute kapiert, dass das so ist. Man könnte theoretisch auch sagen, dass man andere Funktionen auch intensiv daran anbindet. Wir sollten gestaltungsmäßig, und das ist auch wieder eine Sache der Ästhetik, natürlich hinkriegen, dass wir die erneuerbaren Energien in die Gebäudestrukturen sehr gut integrieren. Und ein ganz wichtiges Credo von meiner Seite ist, und das haben die Vorträge heute Morgen ja 1:1 belegt, wir müssen möglichst viel der erneuerbaren Energieproduktion in die Siedlungsstrukturen integrieren. Um das Maß entlasten wir die Fläche, die Landschaft. Das bedeutet, wir müssen nicht im denkmalgeschützten Innenbereich was machen, das ist ja der Vorteil von der Photovoltaik, dass sie nicht ganz raumgebunden ist, aber überall, wo es geht, und die Chancen sind viele, es funktioniert wunderbar, die ganzen Plus-Energiehäuser können das. Wir können im Grunde mit den Gebäuden mehr Energie erzeugen, als sie selbst verbrauchen. Komme ich nachher dazu. Dann gibt es das Thema Infotainment und so weiter. Und was ich eben mit der Heizungsregelung sagte, dieses kleine rote Kästchen könnte von so einem Smartphone der Prozessor sein. Kostet 30, 40 Euro, wenn es hochkommt. Der hat genug Rechnerleistung, da können wir dann die Regelungen alle rausschmeißen. Und Regelung ist ab jetzt eine App auf diesem zentralen System. Als ich das vorige Tage bei den Wärmepumpenleuten erzählt habe, verzogen sich die Gesichter etwas quälend, weil jeder hat seine Betriebsgeheimnisse. Mein System ist mein System, da kommt keiner rein, ich habe mein einziges System und wir müssen uns auch da verständigen und eine europäische Norm dafür schaffen, dass das funktioniert. Dann wird Thema Regelung ganz schnell absolut easy sein. Und natürlich verständigen wir uns mit dem Netz und wir haben die Einspeisung und Rückspeisung, das ist bidirektional. Es sind keine Kraftwerke, aber es sind integrale Bestandteile eines gesamten Energienutzungs- und Energieerzeugungssystems. Und man sollte natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass die NSA-Brüder und Ähnliche nicht alle direkt reinschauen können. Das ist die kleine Gefahr am Rande, aber Herausforderungen lieben wir ja nun. Ja? So, und diese Gebäude haben wir natürlich inzwischen eine ganze Masse umgesetzt. Geschosswohnungsbau in Holzbauweise in Bad Aibling, was wir im Rahmen eines Förderprojekts gemacht haben, rundherum, wenn wundert's eben Passivhaushülle, dazu die Qualitätssicherung, Lüftungsanlagen dort pro Wohnung für 2.500 Euro. Das Ziel haben wir da erreicht. Das wird demnächst in der Breite funktionieren, in 2, 3 Jahren. Ein zentrales Nahwärmesystem auf Biomasse. Und dann das zu Photovoltaik und ein Smart Grid. Das ist so ungefähr das Instrumentarium, was wir bei diesen Gebäuden brauchen. Das Ganze kann man auch machen als Einfamilienhäuser. Meine lieben jungen Kollegen, die machen jetzt die Abwicklung immer. Ich habe vor ein paar Jahren gesagt, nach 25 Jahren Bauleitung ist das jetzt in meinem Leben genug. Die dürfen das jetzt abwickeln. Das ist ein wunderbares Leben seitdem. Und die bauen so ein Häuschen für, sagen wir, 180 bis 200.000 Euro plus die Photovoltaik. Weit, weit, weit entfernt von diesen Modellprojekten der Bundesregierung. Die haben ja in Berlin so ein Haus stehen, das hat 2 Millionen gekostet und funktioniert lange nicht so gut wie die. Das Gebäude erzeugt doppelt so viel in der Jahresbilanz allerdings, wie es braucht. Inklusive Haushaltsstrom, Warmwasser, Heizung und wenn wir dann wollten, Kühlung. Und das Gebäude steht in Erlangen und der Bauherr hatte schon mal ein Passivhaus vor vielen Jahren mit mir gebaut und der hatte natürlich immer den Stadtrat und den Oberbürgermeister eingeladen. Das ist das Häuschen, waren wir da, haben eingeweiht und dann hat der OB gesagt, hey, wir haben nebenan eine neue Planung und jetzt machen wir das ganze Gebiet so. Ja, okay, durfte ich das Konzept für machen und das hat jetzt so 2, 3 Jahre gedauert und es ist wirklich so, dass jetzt die Bauarbeiten beginnen und alle diese Bauherren machen Plus-Energiehäuser, dass wir in Gesamtsituation eine Plus-Energiesiedlung haben. Das finde ich eine total tolle Herausforderung, technisch überhaupt kein Problem, aber dass die Akzeptanz da war und sie ist da, das finde ich ganz fantastisch, weil die merken, es funktioniert, es ist bezahlbar und zum Schluss nützt es mir sogar eine Mache. Und zwar deshalb, weil die Kosten eigentlich günstiger sind. Sie wissen, die Kosten beim Bauen sind natürlich immer gestiegen. Seit 1990 hat sich das Bauen in dem Maße, auch mit den entsprechenden Energiestandards, 1990 war es ja noch viel, viel schlechter, 2014 viel besser, sind die halt in dem Maße gestiegen. Das sind die vergleichbaren Kosten aktuell von KfW-40-Haus, Passivhaus und das Ganze auf der rechten Seite noch mit Plus-Energietechnik. Passivhaus kostet so 10.000 bis 20.000 Euro beim Einfamilienhaus mehr als ein NF-Haus. Erste ist, wenn man den Baukostenindex, Lebenshaltungskostenindex ist ähnlich, aber nicht das gleiche anpasst, sieht die Sache so aus. Das heißt, durch Innovationen ist es so, dass die Kosten eigentlich gleich geblieben sind. Die Standards sind immer besser geworden,
aber die Kosten sind eigentlich die gleichen wie 1990. Damals habe ich gebaut. Das war 2-3 Jahre zu früh, das war so direkt bevor die Passivhäuser kamen. Aber ist trotzdem gut gewesen. Und jetzt kommt aber eigentlich das Wichtige, wir dürfen nicht in Investitionskosten denken, sondern im Sinn von, was ist die monatliche Belastung. Und da ist es im Grunde so, dass ab dem ersten Moment diese Plusenergiehäuser, Passivhaus ohnehin, die Plusenergiehäuser die wirtschaftlichsten sind, wenn man einigermaßen gut plant. Und das ist das, was meine Kollegen und viele, viele Kollegen inzwischen auch in der Republik ständig machen. Und wenn man diese Bilanzierung macht, ist es eigentlich dumm, wenn man nicht diese hochwertigen Standard macht, mit der aktuellen Förderung der KfW, die das in meinen Augen sehr, sehr gut und sinnvoll fördert. Daran liegt es zum Beispiel, dass bei Photovoltaik oder auch bei den Fenstern die Preise dramatisch gesunken sind. Sie sehen die grüne Linie, vor 20 Jahren 2- bis 3-mal so teuer, heute 10-15% mehr. Gut, und jetzt zum Thema Bestandsgebäude. Bestandsgebäude sind so, dass man jedes Einzelne sich anschauen muss, bei jedem überlegen muss als individuelles Gebäude, wie gehe ich damit um. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Typisches Gebäude in Nürnberg von Kollegen von mir, Alexandra Fritsch hat das durchgeführt. Wenn man so auf so eine Baustelle erstmal geht, dann denkt man, sowas kann man nie sanieren. Und dann ist es aber trotzdem so, dass man Stück um Stück sich dem nähert. Und Sie sehen, dort ist sehr grundlegend was erneuert worden. Es ist eine, die Auswachungen sind in Form von einer Dämmung mit einem Sumpfgras gemacht worden, was sehr gute physikalische Eigenschaften hat, gute Lambda-Werte auch aus dem Schallschutz, Brandschutz alles erfüllt. Und das Ganze ist auf sehr engem Raum sehr hochwertig ausgeführt worden und ist im Grunde so, dass das Gebäude nicht gerade Passivhausstandard hat, aber so einen guten Niedrigenergiehausstandard und vor allen Dingen sehr, sehr behaglich ist. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Thema Behaglichkeit. Wohlfühlen ist in meinen Augen 60% des Ganzen. Das ist das Wichtigste, was wir Architekten unseren Bauherren antun können. Und es ist automatisch so, je besser ein Gebäude von der Gebäudehülle ist, desto ausgeglichener ist es, desto wärmer sind die Umfassungswände. Und alle sagen mir, es ist wunderbar, in solchen Gebäuden zu leben. Und wenn man dann noch frische Luft hat, durch Lüftungsanlagen, die nicht rauschen, sondern ganz leise sind, dann hat man was, was wirklich sehr komfortabel ist. Und sieht dann auch nachher wunderbar aus, haben sie hervorragend hingekriegt. Das ist die Situation der Straße jetzt nach der Sanierung. Das ist eigentlich mein Lieblingsprojekt, da habe ich nur die energetische Begleitung gemacht. Die Mönche haben immer das Problem gehabt, dass es tierisch kalt ist und die haben ja Nachwuchssorgen. Die jungen Novizen, die erkälten sich immer reihenweise. Sie haben gesagt, einer von unseren Fratres war im Urlaub bei seinem Bruder im Passivhaus und das war so toll. Das möchten wir auch. Okay, und in dem Sinn habe ich das Projekt dann begleitet und es hat tierisch Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann auch entdeckt, dass 80% der Kosten durch Unterschrift der Denkmalschützer abgesegnet war. Insofern mussten wir 2-3 kleine Kompromisse machen, aber wir sind auf einen Durchschnittsheizwärmebedarf von 33 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr gekommen. Das heißt, es ist ein richtig tolles Projekt und es hat tierisch Spaß gemacht, alleine durch diese Gemäuer zu kriechen und die Bestandsaufnahme zu machen. Da sind Ausgrabungen gemacht worden, also es war wirklich fantastisch und ist richtig toll geworden. Aber die haben gesagt, Herr Schulze, darauf, warum stellen Sie sich so an mit Ihren 2-3-5% Mehrkosten? Die hatten relativ hohe Basiskosten, deshalb sind die Mehrkosten relativ gering. Wir rechnen auf 100 Jahre, da rechnet sich alles. Okay. Und das machen die auch wirklich. Okay, die Gründerzeitgebäude, das ist das, wo ich eben schon drüber gesprochen hatte. Meistens ist es so, dass man rundherum ganz gut dämmen kann und die Straßenfassade muss man halt schauen. Zum Beispiel mit Innendämmung, wie in diesem Fall für das Jahr 2025 der nächste Ausbaustand. War mein allererstes Gebäude, was ich in der Form gemacht habe. War richtig wie eine Ausgrabungsstätte, das hat richtig Spaß gemacht, war ich manchmal arg gefordert. Auch spannende Diskussionen mit den Denkmalschützern bei dem Gebäude, wie ist das, sieht man die Solarthermieanlage damals noch von der Straße aus, solche Fragestellungen, mehr Innendämmung auf der Straßenseite und ein sehr gutes Ergebnis haben die Bauern dort erzielt mit dem Gebäude. 30er-Jahre Gebäude, ein Beispiel aus Berlin, meinem Kollegen Günther Ludewig, der hat im Grunde das Gebäude nicht mit Wärme dem Verbundsystem versorgt, sondern hat mit nachwachsenden Rohstoffen gearbeitet, hat im Grunde außen so ein TGI-Trägersystem draufgepackt, hat das Ganze dann ausgeblasen mit Dämmung und hat das Ganze dann verputzt. Das war nicht ganz billig, pro Quadratmeter Konstruktionsfläche so knappe 100 Euro mehr, das heißt, das hat er sich schon was kosten lassen, hat aber ein Gebäude, was wirklich gut gelungen ist, könnte Wärme dem Verbundsystem sein, ist aber richtig nachwachsend, nachhaltig, sonst was.
Noch ein Kollege von mir, Ludwig Rong. Diese hübsch-hässliche Kirche hat er sich angenommen und hat da ein Rundum-Konzept gemacht mit Passivhauskomponenten. Aus dem Bestandsgebäude hat er richtig schöne Sachen herausgeholt. Es gibt ja auch eine Ästhetik der Pläne und wir sollten immer vorsichtig sein, wenn wir Wettbewerbe uns anschauen. Meistens gewinnen diejenigen mit der besten Plangrafik. Ja. Das ist bei Landschaftsschützern nicht anders. Ja. Ich habe das ja eben gemerkt, Frau Benecke, wie Sie geschwärmt haben, als diese Pläne da waren mit diesen wunderschönen Plangrafiken. Ja. Das überzeugt und das ist auch toll so. Ja. Und das ist etwas, was auch wichtig ist, aber inzwischen gibt es viele Kollegen, die nicht nur gute Pläne machen, sondern auch gute Planung machen. Also von daher fand ich die Beispiele ganz hervorragend. Ja. Übrigens, das wollte ich auch noch dazu sagen, dieses, dass man eben auch aktiv gestaltet und dadurch Akzeptanz findet, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Da sind mir heute 2, 3 Punkte klar geworden bei den Vorträgen, die ich ganz wichtig finde, dass man im Grunde auch stolz sein kann auf solche Landschaften mit solchen Elementen und das eben im positiven Sinne sehen kann. Also zurück zu den Plänen und der Plangrafik. Hat er wunderschön gemacht, auch nicht ganz unanspruchsvoll. Und Sie sehen die gute Dämmhülle rundherum im Kirchenschiff mit Innendämmung und das Ganze auch ansonsten von Details sehr wunderbar gelöst und hat im Grunde dort auch Passivhausstandard mit dieser Kirche erzielt und ganz nebenbei für die Gemeinde einen wunderbaren Versammlungsort geschaffen mit einem Gemeindezentrum nebenan und einer Photovoltaikfläche auf dem ganzen Dach. Das heißt, die haben nicht ganz plus Energiebilanz, aber ziemlich gut. Gut, man kann auch ganz profane Häuschen, übrigens immer noch 50er Jahre, machen. Ein Kollege von mir hat das gemacht und das ist wichtig, nicht nur zu rechnen, sondern auch nachher zu messen, was verbrauchen die Gebäude wirklich. Und das Ganze haben wir mit vielen Geschosswohnungsbauten gemacht von der WBG Nürnberg und Sie sehen, Berechnung und Messung sind da identisch, wobei die anderen immer so waren, dass die Messung 1, 2 besser waren. Da war fast eins unserer schlechtesten Gebäude, aber wenn man dann so einem Gebäude mit hoher Baukultur aus den 50er Jahren näher tritt, auch das hat natürlich eine gewisse Vita, so ein Gebäude, in dem Fall ohne Bewohner. Mit Bewohnern ist das nochmal eine andere Herausforderung, da habe ich sehr, sehr viel Respekt immer davor gehabt. Und wenn man sich dem Gebäude dann nähert, dann hat man natürlich, man muss einen Respekt haben vor dem Gebäude. Und wenn man da so in die Fassade eingreift, das ist schon was, was manchmal wehtun kann. Es war das Konzept des Bauherrn, das auch zu verändern. Und es gibt Kultur und Ästhetik besonderer Art, die einem ans Herz gehen kann. Und da tut es der Architektenseele sehr, sehr weh, wenn es dann nachher so aussieht. Und es gibt die Ästhetik der Mieter, die dann absolut kulturell niedergemacht werden. Und dann gibt es natürlich noch so Kulturen in solchen Gebäuden, die ganz besonderer Art sind. Das hat was mit Physik zu tun. Ist klar, kann man Foto machen von einer Wärmesituation und dann sieht das so aus oder noch besser in der Ecke. Das habe ich gerochen, als ich auf der Baustelle war, in den Wohnungen vorher mit den Mietern noch, aber nichts gesehen. Da waren Vorhänge davor, waren Möbel davor. Und in 40% der Wohnungen war es absolut in Ordnung, ein paar Wohnungen ein bisschen was und 35% hatten solche massiven Schimmelbefall wie das. Ist Physik, kann man nicht nur mit viel Aufwand gegen anlüften. Das Ganze ist dann hochwertig im unteren Bereich mit Wärmedämmverbundsystem und im oberen Bereich mit Holzrahmenbauweise in Passivbaustandard umgesetzt worden. Und vor allen Dingen ist es so, dass der Bauherr, der WBG, nämlich viel Wert darauf gelegt hat, dass sich die auch vom Umfeld her die Mieter wohlfühlen und da eine ganze Masse an Ideen und auch an Geld in die Hand genommen haben, dass sie sich eben da vom Freiflächenplanung her gut aufgehoben waren. Kosten. Auf der Seite das Gleiche in Grün. Das, was man energetisch macht zwischen KfW 100 und KfW 55, KfW 55 ist ungefähr das, was ich beschrieben habe, dazwischen liegen ungefähr so 100 Euro Differenzkosten. Und alles, was so energetisch bedingte Maßnahmen sind, sind im Grunde so 350 bis 500 Euro. Mehr ist das nicht. Manchmal auch nur 300 Euro. Für das kann man diese notwendigsten Sachen machen. Wenn man das jetzt zusammenrechnet für so verschiedene Baustandards, dann sieht man, ein großer Anteil davon ist, was man ohnehin hätte machen müssen, Instandsetzung. Das bedeutet, man sollte eben immer warten, solange bis möglichst viele der Bauteile wirklich fällig sind. Und das bedeutet auch, dass eine Sanierungsquote immer nur begrenzt sein kann. Eine sehr hohe Sanierungsquote jenseits von 2% zu erzielen, ist allein aus Nachhaltigkeitsgründen schwierig, weil dann müsste ich viele Bauteile nicht in den ersten 3, 4 Jahren, aber ab dem 10. Jahr anpacken, die eigentlich noch nicht fällig sind. Insofern sollten wir nicht davon ausgehen, dass wir hohe Sanierungsquoten machen können.
Da komme ich nachher nochmal dazu. Gut, und das heißt, es gibt einen Anteil von Instandhaltung. Das heißt, wir haben dazu nochmal die drei erhöhten Standards bis zum Standard KfW 55. Das bedeutet, rein energetisch bedingt sind eigentlich 200 bis 300 Euro. Von den Gesamtkosten, die natürlich höher sind, weil dazu kommt noch die Schönheitsreparaturen, die Bäder, sonst was, das Gemeinschaftseigentum. Das heißt, um ein Gebäude fit zu machen für die nächsten 40 Jahre, brauche ich 900 bis 1800 Euro. Und der Anteil sind 200, 300 Euro energetisch. Das wird gegenfinanziert durch die KfW. Insofern ist diese Diskussion so asozialer energetischer Wohnungsbau ist falsch. Aber es gibt Gebiete, die etwas strukturschwacher als Frankfurt sind. Da müsste man natürlich wohnungswirtschaftlich auch etwas unterstützen. Jetzt kommen wir auf die quartiersbezogenen Sachen. Da ist es so, dass die Fragestellungen natürlich nicht nur energetischer Art sind. Wir haben immer Konzepte gemacht, wo wir versucht haben, all diese Faktoren, die auf der Objektebene laufen, auch dann auf die Quartiere zu übertragen. Gesamtrahmenpläne gemacht mit Freiflächen, mit Grünplanung, wo kommen die Autos hin, ganz, ganz wichtiger Faktor, Autos sind ein echtes Ärgernis für Stadtplaner, also ist einfach so. Und natürlich auch das Energiekonzept, auch wieder mit Plusenergiebilanzen, das geht bei dem Konzept, wenn man ein sehr gutes Nahwärmesystem damit verbindet. Und dazu noch zwei, drei weitere Beispiele, einmal in Nürnberg, Parkwohnanlage West, im Südwesten der Stadt, 2 Kilometer vom Innenstadtzentrum entfernt, also eine sehr, sehr gute Lage, wo wir einige Gebäude umgesetzt haben, zusammen mit Kollegen nochmal Fritsch und Knot und Klug und dort auch natürlich einen Gesamtrahmenplan gemacht haben, wie man damit umgeht mit dem Gesamtgebiet. Und es ist so, dass dieses Gebiet unter Ensembleschutz steht. Wir haben also mit den Denkmalschützern einen sehr, sehr ausgiebigen Prozess durchgemacht und haben gesagt, wir wollen energetisch hochwertig machen, aber wollen auch die Identität des Gebietes erhalten. Das war unser erstes Projekt jenseits davon. Das waren ziemlich viele Bauernwünsche. Ganz nebenbei, ein unschlagbares Projekt hat 630 Euro gekostet pro Quadratmeter, würde heute nie wieder jemand hinkriegen. Das waren extrem kostengünstige Situationen. Die Aufstockung hat damals 850 Euro gekostet. Das hat dann in den Folgejahren etwas mehr gekostet, als wir mit den Auflagen der Denkmalschützer dann die nächsten Gebäude geplant haben. Und Sie sehen die Bilder von den fertiggestellten Gebäuden, die wirklich sehr authentisch im Vergleich zu den vorherigen sind, haben allerdings im oberen Bereich noch eine Aufstockung, sodass natürlich das Bild ein bisschen anders wird, aber eine Sache, die ich ausgesprochen gut gelungen finde, was dort gemacht worden ist. Und nur ein Aspekt von vielen, es sind ja immer ganz, ganz viele Aspekte, die man beachten muss, Thema Demografie. Die vielen Menschen, die da wohnen, wohnen da seit 30, 40, 50 Jahren, sind inzwischen 75 bis 85. Und die Sanierung im bewohnten Zustand, da habe ich immer richtig Schiss gehabt, dass besonders diesen alten, alleinstehenden Damen um die Anfang 80 bis Mitte 80, dass die es überhaupt durchhalten. Denn so Handwerker sind ja nicht immer nur zartfühlig, das kennen wir ja. Und später haben wir es dann so gemacht, dass dann die 14 Tage Kernbauzeit, sind die dann in Hotel verkraftet worden, irgendwo im Bayerischen Wald. Und dann kamen sie zurück und alles war gut. Als ich den Vorschlag das erste Mal machte, habe ich nur schallendes Gelächter geerntet. Und es ist eigentlich die wirtschaftlichste Form, wie man es machen kann. Dass sie drin wohnen bleiben können, heißt natürlich auch, dass sie mit ihren Wägelchen da reingehen müssen. Es geht gar nicht um Rollstuhl, es geht um die Rollatoren und so weiter. So, jetzt sind wir mal ganz kurz noch in Frankfurt, zwischen Dom und Römer. Frau Fiebig, Sie werden vielleicht gleich auch noch zwei Worte dazu sagen. Ein wunderbares Projekt als Werner Neumann, damals noch Leiter des Energiereferats, was Sie dann ja übernommen haben, dieser Wechsel, das war ja ein Genuss, das mitzuverfolgen. Der hat mich damals gefragt, hey, wir haben da ein Projekt, da europäischer Wettbewerb, 35 Gebäude, 22 hochkarätige Architekten, die machen da Rekonstruktion und zeitgenössische Architektur gemischt, sozusagen Denkmalschutz im Neubau. Sie kennen ja wahrscheinlich die Baustelle. Und jetzt bräuchten wir noch jemanden, der dafür sorgt, dass diese 22 Leute auch alles im Passivhausstandard machen. Habe ich gezuckt, habe gesagt, nö. Quadratur des Kreises gegangen, habe ich 2, 3 Nächte drüber geschlafen und dann habe ich gedacht, ist eigentlich toll, an solche Architekten und vor allem die Ausführenden ranzukommen und mit denen das zu erarbeiten und eben positiv zu stigmatisieren, dass sie auch Lust darauf haben. Also so sah es in Büchern aus, die alten Sachen, und es gab eine Planungswerkstatt damals, es war ja ein sehr demokratischer Prozess, wie das Ganze gekommen ist, es gab ja schon andere Lösungen für, und so soll es dann demnächst aussehen. Nochmal das gleiche in grün, und Sie
Die Strukturen stehen jetzt schon da, die Baustelle ist im Moment gut unterwegs. Es war ein europaweiter Wettbewerb und die Preisgerichtssitzung, die muss Spaß gemacht haben. Da war ich leider nicht dabei. Und Professor Meckler rechts, der hat das gut im Griff gehabt, denke ich. Und die haben dann im Grunde ausgewählt aus den ganzen Sachen. Und wenn man so sieht, wie im Grunde durch so einen Prozess, das ist ja auch was sehr Spannendes, sowas zu machen und sowas zu leiten, ist eine sehr herausfordernde Angelegenheit. Und wenn man dann sieht, so sah es dann an der Wand oder auf dem Tisch aus. Und dann ist es so, dass das dann 3-4 Jahre später umgesetzt wird. Hier nochmal die Computeranimationen dazu. Und wenn man sieht, wie die Lagepläne sind, wie die Detailpläne sind, das sind ja nur Hundertstel in dem Fall, das Ganze baut auf einem 2-geschossigen Tiefgaragenkeller drauf auf und Sie können sich vorstellen, was das für Anschlussprobleme allein aus energetischer Sicht gibt, abgesehen davon, dass ja die Statik völlig anders ist, die oben drüber und unten drunter ist, also eine echte Herausforderung, das ist schon ein tolles Planungsteam und wie gesagt, mein sehr kleiner Auftrag dabei ist, dafür zu sorgen, dass es eben mit Passivhauskomponenten passiert. Es wird nicht ganz die 15 Kilowatt geben, sondern 25 im Schnitt, weil es viele Gebäude sind, die ganz klein strukturiert sind, wenig Fläche haben im Vergleich zur Gebäudehülle und vor allen Dingen lange nicht die solaren Gewinne haben wie das Passivhaus auf der Wiese. Und wir machen aber im Grunde in dem Gebiet als Gebäudehülle fast nur passivhaustaugliche Konstruktionen. Insofern gibt es eine Bauausstellung für Passivhaus mitten in der Stadt. Und mein Burgfrieden mit Herrn Professor Meckler ist so, dass wir gesagt haben, alles darf ich energetisch machen, nur keine permanenten Verbundsysteme. Das tun wir jetzt. Keine permanenten Verbundsysteme. Das machen wir jetzt. Bis auf ein paar Brandwände, da sind welche, aber das weiß ja keiner. Okay, also so sieht es dann aus auf den Bildern und in dem Gebäude waren wir gestern drin, haben schon die Sandsteingewände ein wenig begutachten dürfen und wie sich das dann energetisch einfügt, das sind die Simulationen und das ist jetzt dann schon ein Bild, wo sie am Mauern sind und das ist richtig spannend, das jetzt so anzuschauen. Wir waren ja gestern auf der Baustelle, es macht einfach Spaß, wenn man da oben dann in 23 Meter Höhe auf dem Gerüst steht und noch ein bisschen höher, das ist ein Foto aus der Höhe, da ist das schon was Erhebendes. Und wie gesagt, zwischen Dom und Römer und noch 2-3 Jahre weiter, dann wird das eine sehr vitale Situation sein. Gut, und jetzt als letztes Projekt noch in Hamburg, ein ganz besonderes, weil da ist ja Backsteinarchitektur, was nochmal aus Denkmalschutzsicht was ganz Besonderes ist. Fantastische Gebäude aus den 20er, 30er, mittelmäßig aus den 50er, 60er Jahren. Im Krieg zum Teil in den Flammen gestanden, zum Teil sehr rudimentär wieder aufgebaut, zum Teil sind Keller halb verfüllt mit irgendwelchen Schutt noch. Das heißt, wenn man da wirklich rangeht und saniert, ist das eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Sache. Aber Vollvermietung, Hamburg, hohe Preise. Im Moment passiert da noch gar nichts. Das heißt, wenn man Backstein hat und so eine Mietsituation hat, dann muss man ganz langfristig denken. Grundlage war ein Denkmalschutzgutachten, was sich als sehr, sehr gut herausstellte. Und ich hatte eine etwas unerfreuliche Aufgabe. Mir ging es, mein Job war, die Gebäudehülle zu optimieren. Und angesichts der Backsteinenthusiasten war ich natürlich immer im Kreuzfeuer der Kritik. Und wir haben das alles umgesetzt, was im Denkmalschutzgutachten war, haben auf die Langzeitkarte gesetzt mit einem Portfolio-Management, was aufgehen wird. Könnte ich jetzt noch verschiedene Faktoren nennen, dass es möglicherweise sogar besser werden könnte. Aber was das fantastische Ergebnis ist, selbst bei solchen Gebäuden kann man in der Summe 60% einsparen, und zwar sowohl gesamtenergetisch als auch in Bezug auf den Heizwärmebedarf. Und das muss dann durch Erneuerbare gebracht werden. Das ist das, wo wir jetzt beieinander sind. Der Vorschlag von den Gebäudetechnikern war, dass sie gesagt haben, das machen wir mit Biomethan. Was sagen Sie als Fachfrau dazu? Geht nicht, weil dann ist halb Schleswig-Holstein mit Biomethan abrasiert. Das sind die Sachen von den Planern. Ja? Im Grunde ist es nämlich so, man muss immer die Relation sehen und schauen, was man wirklich hat. Und das jetzt abschließend eine Bilanz, erstmal nur bezogen auf den Gebäudebereich. Das ist so etwas, was im Energiereferat der Stadt Frankfurt analog ähnliche Sachen gemacht werden. Wenn wir weitermachen wie bisher, wir haben das für viele Kommunen gemacht und ich habe mal die Daten im Rahmen eines kleinen Projektes der Bundesrepublik darauf übertragen. Wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir 30% Einsparung haben im Effizienzbereich. Das reicht nicht. Wenn wir 1,6 Sanierungsquote hätten,
was schon relativ ambitioniert ist, was nicht ganz alleine kommt, wären wir bei 38% sowas. Wir müssen aber die höheren Effizienzstandards machen. Und zwar genau die Effizienzstandard quasi so ab 2020, die ich eben vorgestellt habe. Dann kommen wir auf 50-60%. Und dazwischen wird sich die Wahrheit abspielen. Meine feste Überzeugung ist die, alles, was wir mit Effizienz heben können, macht die erneuerbare Seite leichter. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist noch, was ich eben schon sagte, Heizen ist das, was im Winter stattfindet, wo es besonders schwierig ist, die Erneuerbaren zur Verfügung zu stellen, gerade in den Windflauten. Und deshalb müssen wir gerade beim Heizen möglichst ambitioniert sein, weil dadurch haben wir eine relativ stetige Lastlinie übers Jahr. Und das Heizen ist der Peak, der dazukommt, den wir bewältigen müssen und dafür auch die Kraftwerksleistung herbringen müssen. Gut, wir könnten mehr. Wir können mit den Techniken, die wir heute verfügbar haben, allerdings im unwirtschaftlichen Bereich, wenn wir alle Häuser bis 2050 erreichen, kriegen wir 75% Reduktion hin. Wäre möglich. Aber das fordere ich, aber das ist eben, um zu zeigen, wie das Spannungsfeld ist. Ja, und da sind sie, die Spargel in der Landschaft, worüber wir so schöne viele Sachen gehört haben. Und ich denke, wie wir es gestalten, wunderbar, freue ich mich gleich auf die Diskussion. Auf der Gebäudeseite hatten wir eben schon gehabt, da geht es darum, dass wir die Gestaltung da auch hinkriegen und wir sind auf dem besten Weg, weil Sie wissen, dass das, ich liebe das Bild. Wenn man so ein bisschen genauer jetzt nochmal hinschaut bei den verschiedenen Erneuerbaren, Photovoltaik und Solarthermie, da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt die Solarthermiker, die dem mehr Raum einflößen. Die Photovoltaik hat aber in den letzten Jahren so eine Entwicklung genommen, dass meines Erachtens mehr Photovoltaik kommen wird. Und Sie sehen links so ein Normalszenario, was so bis vor einigen Jahren gängig war, das ungefähr. Und rechts ist dann immer als Klimaschutzszenario etwas, wo man sich wirklich anstrengen muss, um das hinzukriegen. Sie kriegen ja die Folien dann mal, denke ich, zum Download und können sich das so im Detail anschauen. Wenn wir jetzt mal Wind anschauen, das ist insgesamt eine ähnliche Größenordnung. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt viel mehr Wind als Photovoltaik. Finde ich nicht. Der Charme von Photovoltaik ist, dass es in der Gesamtbilanz sich sehr gut macht, aber sehr kleinteilig gemacht werden kann. Und es ist so, dass ja die erneuerbaren Energien auch so eine Art Kulturwende, um nicht zu sagen Revolution in der Energieerzeugung ermöglicht hat. Weil ganz viele Erzeuger jetzt da sind. Es sind nicht mehr nur die großen vier. Und das ist ein ganz wichtiger struktureller Wandel. Und glauben Sie bloß nicht, dass das ohne Kämpfe abgeht. Deshalb ja auch mein Buch. In Fachliteratur darf man sowas nicht schreiben, was ich da mache. Und ich komme zum Ende. Und es ist so, dass schauen Sie sich mal das Verhältnis von Offshore und Onshore an. Ein ganz wichtiges Thema auch, worüber wir gleich auch nochmal diskutieren sollten. Hier ist ja im Grunde Offshore in den Folgejahren steigt immer stärker an. Also das ist eine spannende Diskussion, wie man damit umgeht. Das Thema Repowering ist ja auch noch was ganz Wichtiges. Biomasse, ich glaube, das klang eben schon durch. Ich bin davon überzeugt, dass wir es fürs Heizen Biomasse nur rudimentär nutzen sollten. Es gibt viele andere Bereiche, Chemieindustrie, Kraftstoffe und etliches andere, wofür es viel, viel dringender brauchen. Und das Thema Potenzial Biogas, Bioöl, das ist schon eine Zehnerpotenzial weniger. Das heißt, da haben wir nicht besonders viel zur Verfügung. Und wenn man jetzt mal so die gesamte Bilanz ansieht, das ist jetzt das Referenzszenario und das ist das etwas ambitioniertere. Und zum Abschluss im Grunde nochmal eine Gesamtbilanz, wo jetzt das Thema Industrie, Verkehr und Gewerbehandel, Dienstleistungen neben dem Wohnen auch mit drin ist. Dann sehen Sie, ein ambitioniertes Szenario ist, dass ungefähr die Hälfte durch Effizienz geschafft wird. Das bedeutet beim Wohnen, beim Bauen etwas mehr als die Hälfte, weil ja Industrie und Verkehr da sehr viel sperriger sind. Und das mit dem, was ich eben bilanziert hatte, in Deckung zu kriegen, das sieht dann ungefähr so aus, das fühlt sich gut an, ist aber nicht, weil wir haben ja noch das Thema Lastmanagement. Und wenn wir es mit dem Lastmanagement nicht gut hinkriegen, dann brauchen wir 30-40% obendrauf, damit wir auch im Winter im richtigen Moment die Leistung zur Verfügung haben. Und insofern ist das ein sehr spannender Prozess, der im Grunde an allen Enden eine sehr hohe Herausforderung ist und alle fordern wird. Und ich freue mich auf die Diskussion. Es ist so, dass wir damit eine Wertschöpfung betreiben und diese 150 bis 200 Milliarden jedes Jahr nicht mehr in viele Gebiete schicken, wo wir es ja eigentlich gar nicht hinschicken wollen, wenn man die aktuelle Weltpolitik sich anschaut.
Ja, insofern schauen wir mal, was zukunftsfähig ist. Und in Frankfurt muss das Bild immer mit dabei sein. Und das Gegenbild ist dann dieses hier. Und Sie haben es mal wieder durchgehalten. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen am Thema Marketing im Bereich der weichen Faktoren, wie bringt man es rüber? Ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist was ganz Wichtiges, was wir Architekten immer viel zu schlecht können. Insofern wünsche ich Ihnen viele Baustellen, viele gute Baustellen und dass Sie viel Spaß dabei haben. Dankeschön. Okay.